Die letzten Monate habe ich viel Zeit alleine verbracht, dadurch, dass ich viel unterwegs war und sich einiges in meinem Leben verändert hat. Und wenn ich dann da gesessen habe und nachgedacht habe, mir bewusst geworden ist, dass egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie sehr ich kämpfe, ich kann nicht kontrollieren, was gerade in mein Leben kommt oder was wieder aus meinem Leben geht. Egal wie hart ich es versuche und egal wie hart ich dafür kämpfe, ich kann nicht wirklich kontrollieren, was passiert. Und das macht mir Angst, wenn ich das realisiere. Und das macht mir Angst, wenn ich mir dessen wirklich bewusst werde. Und desto tiefer ich in das Thema Persönlichkeitsentwicklung eintauche und desto mehr ich mich mit Spiritualität befasse, umso mehr wird mir bewusst, dass es auf die meisten Fragen in Wirklichkeit gar keine richtige, klare Antwort gibt. Und dort zu sitzen und sich bewusst zu werden, dass wir eigentlich alle in dieser Lage und in dieser Position sind, egal ob wir es gerade mögen oder nicht. Und es ist für alle Zeit, solange wir leben, wird es immer so bleiben. Wir werden nie wirklich wissen, was passiert. Wir werden nie wirklich kontrollieren können, was passiert. Sich verwirrt zu fühlen oder irgendwie verloren und so lost zu sein und nicht zu wissen, wo es gerade wirklich hingeht, lässt mich in Wirklichkeit ziemlich schnell überfordert sein. Manchmal ist es nämlich einfach nicht ganz klar, was der richtige Weg ist und was das Richtige ist, was ich tun soll. Und ich bin persönlich ein Mensch, ich möchte gerne das Richtige tun und ich möchte gerne die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wir alle wollen immer das Richtige tun. Doch vielleicht ist genau das gerade der Fehler, weil es das Richtige vielleicht in Wirklichkeit auch gar nicht gibt. Und ich persönlich habe auch meistens nicht ganz eine klare Idee davon, was genau das Richtige ist. Desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Gedanken in meinen Kopf kommen, desto weniger weiß ich oft, was das Richtige ist. Seit ich mich erinnern kann, hasse ich das Gefühl, Dinge nicht unter Kontrolle zu haben und nicht wirklich zu wissen, was passiert. Und noch mehr hasse ich die Situation, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gerade nicht die Möglichkeit, etwas zu verändern oder die Situation irgendwie zu verlassen. Meistens lenke ich mich dann irgendwie ab mit Training, mit Arbeit oder sonstigem. Ich suche Antworten in der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, was dann aber im Endeffekt danach wieder neue Fragen aufwirft. Und genau das fühlt sich so an, als würde man immer wieder von Null beginnen. Ja, um ganz ehrlich zu sein, wir alle sagen, geb nichts auf die Meinung von anderen. Doch in Wirklichkeit interessiert es uns schon und mich persönlich interessiert es auch. Oft kann ich drüber hinweg sehen, was Menschen über mich sagen oder wie Menschen über mich denken. Doch in schwachen Momenten glaube ich, dass es uns alle in Wirklichkeit doch juckt. Wir alle sind soziale Wesen und soziale Kreaturen und deswegen interessiert es uns nun mal, was andere Menschen und gerade die Menschen in unserem engsten Umfeld von uns denken. Und es kann manchmal passieren, dass wir uns alleine fühlen, auch wenn wir es manchmal gar nicht sind. Aber dennoch sind wir Menschen, Kreaturen, die geliebt werden möchten, die Liebe brauchen. Und da ist es ganz normal, dass es uns nicht immer gut gehen kann. Und ich bin der Meinung, dass es auch vollkommen okay ist, dass es uns mal nicht gut geht. Und es ist auch vollkommen okay, dass wir mal irgendwie down sind und eine Phase haben, in der wir ein bisschen verzweifelt sind. Und dann muss man das nicht sofort abstempeln mit einer Depression. Jedem von uns geht es mal so. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wovon ich gerade rede. Wir alle versuchen irgendwie auf eine Art und Weise herauszufinden, wer wir wirklich sind. Mit unserem Hobby, mit Reisen, mit Menschen zu kommunizieren. Und mittlerweile bin ich mir nicht ganz sicher, ob ein Leben überhaupt genug Zeit ist, um wirklich herauszufinden, wer wir doch eigentlich sind. Wir lernen täglich neue Dinge und wir verändern uns auch täglich. Die Welt um uns herum verändert sich auch jeden Tag. Kein Tag ist wie der andere, auch wenn es manchmal so scheint. Und selbst wenn es unterbewusst ist, wir verändern uns jeden Tag, die Welt verändert sich jeden Tag und dadurch ist es doch eigentlich fast unmöglich herauszufinden, wer wir wirklich sind. Denn
Wenn wir gestern wussten, wer wir waren, dann wissen wir es heute in Wirklichkeit schon nicht mehr. Vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen darüber bewusst werden, dass alles, was ein bisschen kaputt ist, vielleicht auch gar nicht zwingend repariert werden muss. Das heißt, wenn du oder ich in irgendeiner Weise vielleicht Schmerzen habt, dass euch irgendetwas passiert ist und ihr fühlt es manchmal heute noch in der Gegenwart, dann bin ich mittlerweile der Meinung, man muss sich nicht zwingen, das zu reparieren. Es gehört einfach zu einem, irgendwie zu einem Teil von einem. Und anstatt zu reparieren, sollten wir vielleicht einfach akzeptieren, wer wir sind, wie wir sind und dass wir sind. Schmerz muss also nicht immer sofort verdrängt werden. Wenn du Schmerzen hast oder es dir mal nicht gut geht, dann nimm es so hin, es ist so und es ist vollkommen okay. Gerade in der heutigen Zeit sehen wir auf Social Media so viel, wie es uns eigentlich gehen sollte und wie es sein könnte und was wir uns eigentlich wünschen. Und es macht uns irgendwann verrückt. Aber das, was ihr da seht, das ist nur das, was ihr sehen sollt. Es ist nicht die Wirklichkeit. Auch die Menschen, die da draußen angeblich das perfekte Leben haben, haben genau die gleichen Probleme oder vielleicht ein bisschen abgewandelt wie ihr da draußen. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, Schmerzen sind doch letztendlich nur eine Nachricht dafür, dass etwas nicht stimmt. Genauso wie wenn ihr krank werdet, dann ist es ein Signal dafür, dass gerade in eurem Körper etwas nicht stimmt. Und wenn ihr Schmerzen habt, verdrängt den Schmerz nicht, denn der Schmerz kann euch auch etwas sagen. Und er sagt euch, dass da gerade irgendwo etwas nicht ganz richtig ist. Und dass ihr da vielleicht genau mal hinschauen sollt zu dem Schmerz und dort versuchen könntet, einen Ansatz zu finden. Das heißt, vielleicht sollten wir uns dann nicht ablenken von dem Schmerz durch Konsum, durch jegliche Art von Ablenkung, die die Welt uns dort draußen wirklich bietet, sondern vielleicht sollten wir den Schmerz als Wegweiser nehmen und als Nachricht dafür, dass wir irgendwo in uns genauer hinschauen müssen, um etwas zu verändern.